Mahlzeit und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Nr. 5. Ja, letzte Folge sind wir durch den interdimensionalen Riss weitergeschritten über Türme bis hin zum Dimensionsschloss. Da drin haben wir uns ein bisschen ausgetobt. Wir haben ganze 4 Bossgegner platt gemacht, darunter Apokalypt, Katastroph, Halikarnassos und zum Schluss die Twin Tania. Ja, was habe ich denn zwischen den Folgen gemacht? Ich habe ja ein bisschen was erzählt letzte Folge, dass ich mir da gerne noch das Murakumo zu Genüge führen möchte, wollte, die Drachenlanze gegebenenfalls mir holen wollte und sogar versuche, die Klingelglocke zu bekommen. Und ihr werdet es, glaube ich, jetzt gerade nicht ganz glauben, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Das Murakumo habe ich sogar 2-mal gestohlen. Das ist gerade ausgerüstet, deswegen wird es hier nicht erscheinen. Die Drachenlanze habe ich auch 1-mal gestohlen. Die habe ich gerade ausgerüstet. Und ich habe tatsächlich mir auch noch diese Mühe gemacht, die Klingelglocke mir zu holen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Erstmal hier ein bisschen sortieren, bitte. Sortieren. So. Nur mal kurz hergezeigt. Wie immer. Gerne. Wo ist sie denn? Verdammt. Ist sie eben gerade noch von Lena weggenommen. Da ist sie. Die Klingelglocke. Ja. Nur für den Geomanten und halt für den Allrounder. Nichts Besonderes. Also ihr seht ja eine hintere Reihe voll Angriffskraft. Das Einzige, was es ist, eigentlich nur super selten. 6%. Ja. Und sieht ganz lustig aus in der Animation. Ist wirklich wie, ja, so ein bisschen rosa und so. Tinkerbell heißt es ja auch im Englischen. Naja. Und genau. Hier ein Murakumo bei Bartz und Lennart trägt auch ein Murakumo. Auch ein sehr geiles Katana, was echt super stark ist. Hätte ich nicht gedacht. Deswegen habe ich es mir gleich 2-mal genommen. Und hier einmal die Drachenlanze habe ich sogar auch bekommen. Es gibt da einen einfachen Trick beim Rare Steel, den erzähle ich mal eben ganz schnell. Ihr braucht eigentlich nur einen Zeitmagier, der die Zeit zurückdrehen kann dann im Kampf. Wenn ihr quasi jetzt einen Gegner vor euch habt, der einen seltenen Steel oder wo es einen seltenen Steel gibt, wie jetzt hier die Drachenlanze, einfach immer stehlen, stehlen, stehlen. Falls ihr das nicht das Objekt bekommt, oder falls ihr das jetzt das Objekt bekommt, was ihr nicht wollt, dann einfach mit dem Zeitmagier die Zeit zurückdrehen und fängt der Kampf wieder von vorne an. Ihr könnt nochmal von vorne stehlen. Hat bei mir, weiß ich gar nicht, 10 Minuten gedauert oder so, dann gab es die Drachenlanze schon. Also ist eigentlich gar nicht so schlimm und gar nicht so schwierig, das zu bekommen. Nur mal so am Rande. Werde ich wahrscheinlich dann jetzt zwischen den Folgen auch nochmal machen. So, lange wieder gelabert. Wir wollen loslegen. Wir wollen weiter in den Raum, in dem das nichts ist, indem wir hier die ganze lange, riesengroße Treppe hochlatschen und ganz oben weggeteleportet werden. Ja, und damit sind wir im, ja, finalen Dungeon im letzten Bereich schon, möchte man fast sagen. Final 5 nähert sich dann doch dem Ende und ich weiß auch gar nicht, ich habe das, glaube ich, in irgendeiner Folge, habe ich erzählt, dass das hier Nebendungeon ist. Was, warum auch immer? Keine Ahnung. Da war ich, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Also, sorry dafür, wir sind hier im Final Dungeon. Nur mal so. Es gibt noch 1-2 optionale Dungeon. Da gehen wir erst nach dem Ende rein. Also, wir sind hier im letzten Dungeon-Bereich, beziehungsweise im letzten, ja, doch Bereich dieses, oder Anfang dieses letzten Dungeons. Bei Ende dieses letzten Dungeons, wenn wir dimensionalen Riss mitzählt, sind wir am Ende des letzten Dungeons. So. Was gibt's noch zu erzählen? Ihr könntet jetzt hier, falls ihr es genauso gemacht habt wie ich, auf jeden Fall 2 Allrounder mindestens haben, die mit Schnellfeuer agieren. Und gegebenenfalls 2 Mimen. Das ist aber dann euch überlassen, wie ihr besser mit klarkommt. Ich komme hier mit einem Mimen besser klar, denn, um es nur herzuzeigen, die Voraussicht nehme ich jetzt mal raus. Hatte ich jetzt eben nur kurz mal reingenommen. Bartz brauchen wir unbedingt stehlen, weil wir wollen auf jeden Fall noch was stehlen, was es nur von einem Typen gibt. Bei Lena habe ich da genau dasselbe gemacht. Da wird dann das Stehlen gleich umgemünzt, wenn wir es nicht mehr brauchen. Hier habe ich Kryl, habe ich, wie gesagt, die Mime werden lassen, um Schnellfeuer dabei zu haben. Was jetzt allerdings nicht so viel Schaden macht, weil sie halt nicht so viele Waffen ausrüsten kann, wie man oben sieht. Dolche, Knüppel und Ruten. Das ist nicht so toll ist. Aber was wir brauchen, ist auf jeden Fall Magiefolge und Beschwören für einen Bosskampf, der ein bisschen nervig sein kann. Dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Heilung und Schnellfeuer hier auch nochmal bei Fares mit reingelegt. So ist mein Setup. Das passt eigentlich ganz gut. Und ihr solltet vielleicht, was auch ganz gut wäre, hier Schleifen bei ein paar Leutchen angelegt haben. Denn hier gibt es ein paar Gegner, die euch ein bisschen nerven werden, was Zustandsveränderungen angeht. So, dann haben wir das. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neue Gegner zu finden. Meine Güte, wieder schon sehr, sehr viel. Einer davon wieder super selten. Aber dazu dann später mehr.
Und wir haben eins, zwei, naja, zweieinhalb Bosskämpfe. Naja, lass es. Nee, lass es. Ja, doch, zweieinhalb. Ah, ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen. Zwei Bosskämpfe. Okay, ich würde sagen, wir schreiten los. Schätze haben wir hier insgesamt fünf. Wir werden aber diese Folge nur vier aufmachen. Weil. In dem einen, nämlich ein Superboss-Lord, den möchte ich aber gerne in eine neue Folge packen. Und hier haben wir auch schon unseren ersten Gegner, den Königs-Behemoth, oder den, ja, Behemoth-König, wie er hier heißt. King Behemoth im Englischen, 18.000 Lebenspunkte, schwach gegen Wasser, wäre er immun, nur, wohl bemerkt, gegen Mini. Hat die Ability, hier einmal sich zu regenerieren, kritischen Angriff zu machen, oder halt Meteor zu zaubern. Das allerdings macht er meist nur bei einem Magie-Angriff, deswegen also ein Konter. Und wenn wir, das ist auch eine lustige Sache, wenn wir ihn fangen würden und wieder freilassen, würdest du sogar eine Gigaflare rauslassen, was gar nicht schlecht ist. Mit Blaumagie lernen wir nichts, stehen können wir Phönixfeder und sogar ein Blutschwert zu 4%. Und nach dem Kampf gibt es gegebenenfalls eine Zwillingslanze. Was machen wir hier? Natürlich reinrotzen mit Schnellfeuer, so viel und so gut wir können. Gegner hier solltet ihr auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die könnten euch ziemlich Power machen. Aber das Gute daran ist, hier in diesem letzten Teil vom letzten Dungeon gibt es sehr, sehr viele Ability-Punkte. Falls ihr eure Jobs hier mastern wollt, könnt ihr das auf jeden Fall tun. Es gibt noch einen Punkt später, beziehungsweise gleich, wo das noch besser geht. Ihr seht schon, haut ganz schön rein, der Behemoth. So. Auf jeden Fall immer nach jedem Kampf bitte heilen. Macht euch keine Sorgen über den MP-Verbrauch. Ich habe jetzt hier zwar nicht mehr so viele Ether, dafür aber umso mehr Hütten. Ich glaube, genau hier. Ich habe nämlich erst, als ich das Murakumo stehlen wollte, immer halt einen neuen Kampf, neuen Kampf, neuen Kampf, neuen Kampf. Und irgendwann kam es dann, bis ich mir dann gedacht habe, geht das nicht schneller? Und dann habe ich einfach mal mein Gehirn angeschaltet und gedacht so, hey Mensch, man kann doch den Kampf zurückdrehen, funktioniert das denn? Und es tatsächlich funktioniert. Und erst später, nachdem ich das selber irgendwie rausgefunden habe, habe ich es dann irgendwo gelesen. Und vielen Dank auch. Okay, hier gibt es die erste Kiste Fuma Shuriken. Dankeschön. Also ich werde... ich glaube, ich werde diese Folge keine Schatzliste mit einblenden, so wie ich sonst immer mache. Denn uns fehlt ja dann eine Kiste. Weil da halt jemand hinterlauert. Ich weiß nicht, ob ich schon ein Superboss, ne? Dazu muss ich noch ein bisschen vorbereiten, deswegen machen wir dies mit der Schatzliste erst nächste Folge. So. Sweet, wieder ein Behemoth. Und ihr habt ihn vielleicht schon da stehen sehen. Guck mal, wer ist denn das? Den kennen wir doch, den alten Mann. Alter Mann? Naja, den Mann halt. Ich suche hier gerade noch einen Gegner. Bevor wir ihn da ansprechen, machen wir gleich. Ach, es ist schon wieder dieses herrliche Aufnahmeglück. Ich stelle mich mal hier auf die Treppe, suche den eben mal her. Den Gegner, der hier jetzt auf diesen Ebene, auf dieser Ebene noch fehlt, sind glaube ich 1, 2, 3, 4 Ebenen, wo wir hier rumrennen und
ja, dementsprechend die Gegnerin halt rum. Von daher, ich blende den jetzt gleich ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Juhu, da ist er endlich. Upsala, hab gerade Automodus noch drin. Ich hoffe, er stirbt. Ja, er stirbt, glaube ich, gleich. Nee, macht er, glaube ich, nicht. Oder? Nein, macht er nicht. Sehr schön. Ja, da haben wir ihn vor der Nase endlich. Nach gefühlten 1000 Behemothen. Was sind die Mehrzahl von Behemoth? Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Nein, ich sage nicht Behemösen. Nein, mach ich nicht. Okay, hier haben wir den Kristalldrachen vor der Nase. 17.500 Lebenspunkte, keine Schwächen, Abilities. Absorbiert Feuer, Eis, Blitz- und Windattacken. Also mit Zauber können wir wenig anrichten. Immun ist er gegen Steinfrosch, Blind, Mini, Gift, Zombie. Und die Abilities, eigentlich gar nicht so viele hier einen kritischen Angriff zu machen, wie wir es eben gesehen haben, diese Atemschwinge. Blaumagie lernen wir nichts. Stehlen könnten wir ein Elixier und was ganz Interessantes, Drachenlanzen. Zu 4%, allerdings Rasty, nicht? Und im Kampf gibt es gegebenenfalls noch ein heiliges Wasser. Also hier die Chance. Alter Schwede, das ist ein kritischer Treffer. Hast du das gesehen? 6000! Gut. Also hier, wie gesagt, die Chance dann noch auf Drachenlanzen zu klauen. Das werde ich auf jeden Fall zwischen den Folgen machen bei diesen Viechern. Denn, ja, für den Superboss brauchen wir die, um es ein bisschen einfach zu haben. Also wir sind jetzt gleich an der Treppe. So, bin ich zurück. Und dann wollen wir mal endlich mal gucken, was Gilgamesh hier macht. So, natürlich müssen wir vorher noch gegen Gegner kämpfen. Ah, ich heile mich natürlich mal wieder hoch. So, zack, zack, zack. Okay, wie gesagt, Gilgamesh vor unserer Nase. Wichtig hier für diesen Kampf ist eigentlich nicht viel. Ich muss mal ganz kurz hier meinen Zettelei natürlich wieder... Oh, vorbereitet hier. Klammer nicht weggemacht. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen rumknistern, knastern, knustern. So. Jetzt habe ich wieder, jetzt bin ich im Bild. Also wichtig ist eigentlich nur bei diesem Kampf, dass wir Stelen ausgerüstet haben, denn wir wollen halt eine Sache davon von ihm stehlen. Ansonsten ist der Kampf eigentlich super einfach. Von daher, wir schauen mal hier. Schon die Musik, es ist keine Kampfmusik, gar nichts ertönt. Ihr so, nimm das, garstiges Biest! Sagt er, hallo, das sind doch wir! Ah, natürlich, wieder steht er so fehlgeschlagen. Der G-Schild, das wollte ich haben. Dankeschön, das war's auch schon. So, greifen sie auch an hier, damit er mal vielleicht merkt, das ist überhaupt kein Gegner. Also, bevor wir dann gleich noch weiter angreifen, sagt er, nimm das! Nehmt das, sagt er. Soll ich noch was vorlesen? Ja, Gilgamesh vor der Nase. Eigentlich, wie gesagt, sie gesucht, super einfach, hatte ich ja eben schon erzählt. Er hat 37.000 Lebenspunkte gerade hier vor uns. Hat keine Schwächen, ist immun gegen alles, wirklich alles. Hat Ability, gegen einen kritischen Angriff zu machen und das war es eigentlich auch schon. In Invincible habe ich mir noch aufgeschrieben, weiß ich nicht, ob er das hier macht, keine Ahnung, glaub nicht. Blaumagie lernen wir nichts. Stehlen auf jeden Fall das Genji-Schild, das haben wir eben. Und am Kampf gibt es jedenfalls einen Runenbogen, haben wir aber auch schon. Taktik ist einfach nur angreifen mit Rapidfeuer und dann soll es das eigentlich gewesen sein. Ja, so viel zum Thema Rapidfeuer gerade, ne? Zack, 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 zack. Nochmal schnell feuern, ich glaube, wir müssen es jetzt eigentlich schon fast. Ja, ja, schon grad. Ja, weg ist er. Eigentlich gab es noch ein Gespräch, oder? Kein Gespräch? Ah, jetzt gibt's ein Gespräch. Hä? Haut einfach ab. Hä? Komisch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er nochmal wiederkommt. Normalerweise kommt da noch so ein kleines Gespräch, von wegen, ja, hier, ich habe mich verlaufen und so, mal gucken. Ich glaube, ich muss nochmal eben, ich komme gleich nochmal wieder. Ja, da bin ich nochmal zurück, ich habe den Spielschein eben nochmal geladen, eigentlich nur, um das herzuzeigen, weil ich finde den Dialog eigentlich ganz lustig. Ich war gerade eben wahrscheinlich im Kampf etwas übermütig, dass ich das eben ein bisschen zu schnell gemacht habe. Naja, jetzt machen wir nochmal das Stehen rein. So, wie gesagt, geht ja ganz fix, nicht? Kämpfen wir nochmal gegen ihn und versuchen, das Ding nochmal zu stehen. Nimm das, krassiges Biest! Sagt er ja andauernd, nicht? Greifen wir mal hier ganz normal an. Natürlich fehlgeschlagen, dankeschön. Vielleicht sollten wir nicht so viel draufhauen. Zum Beispiel Genji-Schild. Machen wir erstmal ein bisschen passiv jetzt hier, ne? Bisschen heilen vielleicht zwischendurch. Ich wollte ihn gar nicht besiegen. Ich bin schon wieder viel zu stark. Aus Versehen den Kopf abgeschnitten. Nimm das! Nimm du das! Das ist eigentlich ein Kampf, den ihr gar nicht verlieren könnt, wenn man es mal so sieht, ne? Moment! Batz!
Das ist ja bloß Barz. Sag das doch gleich. Uff, mir gefällt's hier nicht. Fiese Monster an jeder Ecke. Und ich finde den Ausgang nicht. Mist, ich krieg noch die Krise. Sagt, wie seid ihr hierher gekommen? Und wie kommt man hier raus? Ja, immer der Nase nach. Verstehe, das hilft. Sagt mal, wie wär's, wenn wir mal ein paar Abenteuer angehen, nur wir fünf? Schon gut, verstehe. Vielleicht ein anderes Mal, anderen Mal. Wir laufen uns bestimmt sowieso bald wieder über den Weg. Vielleicht nehmt ihr mich ja dann mit. Naja, wie auch immer. Man sieht sich. Ja, und damit ist der Kampf dann vorbei. Ja, wie gesagt, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ganz lustiger Dialog, den wir da gerade geführt haben mit Gigamesh. Er ist doch ein knuffiger Typ, oder? Er ist doch knuffiger Typ. Genji-Schildhammer, nochmal Häkchen hinter zum zweiten Mal jetzt. Okay, dann, ich habe ja das genau. Stehlen habe ich jetzt rausgenommen. Das lasse ich jetzt auch nochmal drin für noch einen Kampf. So, wir gehen hier auf diesen komischen das Mandala und werden hier auf einen anderen Teil dieses Dungeons hingebeamt. So, eigentlich alles ziemlich linear, das Ganze hier. Könnt ihr euch nicht verlaufen, definitiv nicht. Da haben wir gleich zwei neue Gegner. Upsala. So. Ich fange an mit dem Nekromanten dort oben, der ganz merkwürdig aussieht, mit ganz vielen Gesichtern drin. Also echt affengeil gezeichnet sind diese Gegner hier in dem letzten Dungeon schon. Muss man mal Hut abnehmen. So, wir haben hier den Nekromanten mit 6900 Lebenspunkten, Schwere schwach gegen ein Wasser und sogar Phönixfedern, dementsprechend auch Heilung. Immunitäten gar keine, Abilities, einen kritischen Angriff zu machen, Zombie-Puder auf uns drauf zu streuen, dass es in natürlich Zombie-Zustand setzen wird und den Charakter somit aus dem Kampf nimmt, was nicht so toll ist. Shell und Protect zaubert er auch manchmal noch, Blaumagie nennen wir nichts, stehlen könnten ein heiliges Wasser und sogar eine Knochenrüstung, die zu 4%. Und am Kampf gibt es gegebenenfalls ein heiliges Wasser. Dann haben wir unten die Georgimera. Georgimera hier auch im Englischen. Hat ganze 10.000 Lebenspunkte, wäre schwach gegen Wasser. Immunitäten, Frosch und Mini-Abilities, einen kritischen Angriff zu machen. Atomic Rayons um die Ohren zu hauen. Frost und Electrocute. Elektroschocker. Blaumagien lernen wir nichts. Stehen können wir eine Hype-Potion. Oder sogar ein Aegis-Schild zu 4%. Und nach dem Kampf gibt es gegebenenfalls ein Circlet, was ein Hütchen ist. Ja, Taktik wieder wie folgt. Einmal draufhauen. Naturellement. Der Nekromant, der ist, noch nicht so schwierig. Das Zombie-Puder ist ein bisschen nervig, aber wenn man den halt schnell wegmacht und er gar nicht zum Zuge kommt, dann geht das auch schon. Da kommt noch viel nervigere Gegner. Oh Mann, wird der nervig. Ja, und ihr seht's vielleicht oder merkt's vielleicht auch schon, Erfahrungspunkte ist hier nicht. Hier würde es wirklich nur Fertigkeitenpunkte geben und eine Menge Gil. Von daher ist hier Job, ja, gelevel am Gegenende hin doch schon das Beste. So, noch ein Fuma-Shuriken. Dankeschön. Kann übrigens sein, nur mal so nebenbei, dass es hier gleich klingelt. Ich hoffe, erwarte nämlich Post. Also nicht wundern, wenn es Ding-Dong, Ding-Dong macht. Der vielleicht beim Alko-Let's Play auch schon mal mitgekriegt, das Ding-Dong. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier eigentlich noch jeden Kampf bestreite. Weil ich brauche es ja eigentlich nicht. Naja. Nur weil Bartz da mit seinem Zehennagel nicht um die Ecke gekommen ist. Mein Gott. So, nächste Kiste. Elixier. Dankeschön. Und dann geht's hier oben zu einem weiteren Teleporter. Bing, bing. Und wir werden in einen weiteren Raum, wenn man so sagen kann, Gebiet. Ein weiteres Gebiet. Da sehen wir schon die Kiste. Und diese Kiste, die lassen wir zu. Zumindest für diese Folge. Ich würde gerne dann den Superboss, man kann es ja jetzt schon mal sagen, in dieser Kiste hier unten. Ja, in dieser Kiste hier unten würde der Superboss Shinryu drin sein, mit einer super tollen Waffe, also glaube ich bis die stärkste Waffe bis, keine Ahnung, zur Game Boy Advance Version des Ragnarok. Das holen wir uns dann aber nächste Folge, definitiv. Oh ja, und hier haben wir schon einen, beziehungsweise zwei weitere neue Gegner, die erscheinen. Einer, der ein bisschen nerviger ist, der im Hintergrund der Gedankenschinder. Man kennt sie ja vielleicht aus anderen Final Fantasies, da waren sie auf jeden Fall auch nicht die Besten. ja, Mindflyer hier im Englischen, 4700 Lebenspunkte, keine Schwächen, keine Immunitäten. Hat die Ability hier einen Drill zu zaubern, der uns altern lassen würde. Und was viel schlimmer ist, Mindblast, der auf ja, einem
der Konter ein Konter ist auf physische Attacken, was nicht so toll ist, weil wir ja Schnellfeuer benutzen. Das Mindblast, wisst ihr ja, Konfus und Zap, beides auf uns. Blaumagien, würden wir quasi das dann auch noch lernen können. Stehlen könnten wir einen Green Barret oder einen Main Goosh zu 4%, also so Jagdmesser, haben wir aber auch schon in der Tasche. Und am Kampf jedenfalls noch eine weiße Robe zu bekommen. Und dann haben wir da unten die Crystallia. Die Crystal, wie sie im Englischen heißen. Die haben sage und schreibe nur 3 Lebenspunkte. Warum auch immer. Absorbieren alle Elemente. Haben keine Schwächen. Immunitäten, Frosch, Mini und Zombie altern. Und Abilities hier einen kritischen Angriff zu machen. Oder in Reverse Polarity zu benutzen. Blaumagien können wir nichts lernen. Stehen können wir einen Äther oder sogar ein Kristallschild zu 4%. Und am Kampf gibt es jedenfalls ein... Ich kann es gar nicht lösen. Ach, Kristallhelm. Lol. Ich würde mal gerade eine andere Taktik hier. Ich werde die... Ah, ja, jetzt macht er jetzt schon mein Geist smarter. Alter Wurst. Ich würde die gerne hier ganz normal mit dem Angriff wegnatzen vorher und dann ein Schnellfeuer benutzen. Ich will jetzt aber jetzt schon nicht... Naja, es funktioniert nicht. Weil, ihr seht es ja selbst. Sehr hohe Abwehr, diese Kristalle. Und ja. Gedanken werden ausgesaugt. Dann saug mal fleißig. Typ. Ist natürlich dann blöd, wenn wir alle 4 paralysiert sind. Das macht dann keinen Spaß. Aber Gott sei Dank hat nicht so viele Lebenspunkte, geht dann schnell. So, eben nochmal schnell geheilt. Da brauche ich nicht immer mitnehmen. Wir brauchen noch einen neuen, 2 neue Gegner. Da haben wir es hier schon. Nice, nice, nice. Oben links, wollte ich sagen, gibt es noch eine Truhe. Die nehmen wir mit. Juhu, so ein Kristallhelm gekriegt. Hier ist die Truhe mit einem Fuma-Shuriken. Und da oben ist der nächste Teleprompter. Schnurstracks hin. Lassen uns teleporten zu einem weiteren Bereich. Quasi eigentlich auch schon den vorletzten. Und da haben wir auch schon den Gegner, der mir jetzt erstmal noch fehlt, vor dem sehr seltenen Gegner. Der ist jetzt weg. Schade. Ja, ich lese trotzdem nochmal was vor. Er hieß Belphegor? Komischer Name. 6000 Hilfspunkte, wäre schwach gegen Wasser gewesen. Keine Immunitäten gegen Mini, Erde und Altern. Mein Gott, meine Schrift. ach ne, Quatsch. Nur immun gegen Mini, würde alle Erdattacken absorbieren, da das Viech ja irgendwie so ein kleines bisschen auch fliegt. Wegen Flügel dran und so. Abilities, einen kritischen Angriff zu machen. Keine Blaumagien. Stehen könnten wir eine Moonring Blade und einen Rising Sun zu 4%. Das sind diese kleinen runden Scheibchen. Ich glaube, Kryl hat gerade auch so eins angewählt. Und am Kampf gegebenenfalls noch ein Eisschild bekommen. Ansonsten haben wir hier dieselben Gegner, wie wir sie eben schon hatten. Nur ja, da hat sich gerade ein neuer mit dazu gemischt. Ja, mach mal dein Geistesmarter da, Gedanken Schindalo. So. Stirb! Ja, damit fehlt uns nur noch der ein sehr, sehr seltener Gegner. Und ich hoffe, er ist gnädig und zeigt sich. Aber wie ich mein... Oh, guck mal hier, noch Kristalle und weiße Hose. Dankeschön. Wie ich mein Aufnahmeglück kenne. Naja, ich weiß ja nicht. So, da hinten glitzert's. Na los! Erstmal nochmal kurz zur Sicherheit. Einmal hier was trinken. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Erst nochmal wieder kurz geguckt. Wir brauchen auf jeden Fall, bevor wir dieses Lichtchen da anfassen tun, brauchen wir... Ich geh nochmal ein Stückchen ran. So. Brauchen wir... Eben nochmal kurz in die Fähigkeiten geguckt. Müssen unbedingt 2 Stehlen mit drin haben. Aus dem einen Grund, dass wir da demnächst gleich noch... Oh mein Gott, falsch lassen, dass wir da demnächst schnell was stehlen müssen. Deswegen hätte ich gerne 2, die stehlen mit bei. Wir brauchen definitiv 2, die heilen hier. Die Magiefolge von Kryl ist okay. Können wir belassen. Beschwören brauchen wir definitiv. Wir müssen 2 eine schnelle Beschwörung vielleicht durchbringen. Und ansonsten reicht wirklich Weißmagie und Schnellfeuer. Ja, wie gesagt, falls ihr noch keinen Freelancer habt, beziehungsweise nur einen oder was, oder ein Meme noch mit dazu. Auf jeden Fall wären Beschwörer ganz gut wegen Dualcast mit Bahamu und der Freelancer mit Rapid Fire und Spellblade gegebenenfalls. Oder halt der Jäger. Und eine Meme mit Weißmagie und Beschwören Dualcast. So, das reicht auch schon. Ausrüstung belasse ich mal eben so, wie sie ist. Ja, das war's auch schon.
Und ich gucke mal, was jetzt hier passiert, wenn wir da das Licht anfassen. Nekrophobia. Dieses Licht, ihr werdet es niemals bekommen. Oh? Hä? Der sieht doch... Ja, der sieht doch... Nekrophobia, mit diesen Barrieren bin ich unverwundbar, glaubst du wirklich, du kannst mich besiegen? Als allererstes muss ich sagen, der Typ sieht aus wie Freezer aus Dragon Ball. Nur mal so, der sieht aus wie Freezer. Oder? Na gut. Ich erzähle erstmal was zu ihm. Nekrophobia nennt er sich hier. Ja, Nekrophobia hat 44.044 Lebenspunkte. Ist schwach tatsächlich gegen alle Elemente. Das Problem ist halt, dass diese Barrieren, die um ihn herum sind, alle Elemente auf uns zurückwerfen. Was kacke ist. Immun ist er gegen sehr viele Sachen, außer Gift, Blind und Schweigen. Kommen aber immer noch nicht durch, weil, wie gesagt, Reflekt auf ihn drauf ist. Dank dieser Barrieren. Abilities hat er einmal Flatzzaubern, einmal Invincible, sämtliche Garzauber, Hurricane, Vakuum, Wave, die uns ja, das sind mal kritische Angriffe und Zap auf uns aufschmeißt, Tod, Flash und Heilig. Blaumagien könnten wir diesen Flash-Zauber lernen, der uns erblinden lässt. Im Stehlen könnten wir ein Elixier oder nochmal Diebeshandschuhe, wie zu viel Prozent. Also hier wäre auch nochmal die Möglichkeit, an die Diebeshandschuhe ranzukommen. Aber ich glaube, die jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr, beziehungsweise habe ich sie auch schon. Und nach dem Kampf gibt es gegebenenfalls noch eine Luminous Rope, die haben wir eigentlich auch schon gekauft. Taktik ist wie folgt, wie ich es eben schon sagte, Duacast Bahamu, damit die beiden Barrieren weg sind. Und dann schauen wir mal weiter. Zu den Barrieren ist noch zu sagen, jeweils 8800 Lebenspunkte, haben keine Schwächen, sind immun gegen Erde. Und alles außer Tod, Stein, Stopp, Langsam, also Slow und Schweigen. Abilities hier eigentlich nur kritischen Angriff zu machen, Flare, Holy und Garzauber zu zaubern. Wir keine Blaumagien stehlen könnten, von denen sogar eine Heilpotion. Und einen Reflektring zu 4%. Beim Kampf gibt's nichts. So, und ich bin mal gespannt, wie ich jetzt hier durchkomme. Ich werde mal hier tatsächlich Schnellfeuer machen. Hier auch Schnellfeuer. Hier auch Schnellfeuer. Natürlich ist wieder unser Beschwörer der Letzte. Vielen Dank auch. Wir sehen schon, egal, sämtliche Angriffe verpuffen eigentlich an ihm, wie wir das sehen. Und Magiefeuer. Toll. So, ich hoffe, der überlebt. Mal wieder eine Nanomillisekunde zu langsam. Ihr seht schon, die Angriffe, die tun weh. Deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben eben schon ein bisschen Vorarbeit geleistet mit diesem Schnellfeuer an den Barrieren, Gott sei Dank. Denn Magieabwehr ist auch sehr hoch und Bahamu wird nicht hundertprozentig mit einmal alles erwischen, deswegen Dualcasten. Und falls ihr ja, nicht das Rapid Fire nutzt. Mal gucken, wie viel Schaden machen wir hier. Das sind 3000. Das ist knapp 4. Es würde tatsächlich ganz knapp nicht reichen, diese ganzen Barrieren wegzumachen mit Dual Cast. Das ist ein bisschen schade. Seine Magie wird noch ein bisschen hochpushen mit irgendwas, keine Ahnung. Ja. Meine Barrieren! Ihr lasst mir keine andere Wahl! Ich werde meine wahren Kräfte zu... Ihr werdet meine wahren Kräfte zu spüren bekommen. Blitzstrahl. Toll, ja, jetzt sind wir fast alle blind. Nee, nur Cry is blind. So, ich heile einfach mal. Toll. Ja, wir machen hier gleich... Ich greife ihn einfach mal ganz kurz an. Hier machen wir mal eben Magiefolge. Hallo? Wo ist denn jetzt Schwerengel? Da ist er. Das Lustige jetzt hier daran ist, wir haben den Kampf eigentlich schon so gut wie gewonnen. Denn... Es wird gleich jemand auftauchen, der uns zur Hilfe eilt.
falls ihr darauf keinen Bock habt, einfach Rapid Fire mit irgendeinem Spellblade und irgendeinem Zauber drauf und dann solltet ihr ihn eigentlich schon mit einer 2 Runden maximal dann erledigt haben. Aber ich möchte gerne, dass hier noch was Lustiges passiert. Deswegen lasse ich sie hier einfach mal alle so ein bisschen erleben. Ich hau natürlich ab und zu mal drauf, dass er merkt, ey, wir wehren uns ein bisschen. Ne? Aber nicht zu viel. Wird vielleicht einmal Schnellfeuer draufhauen. Und hier mal kurz warten. Da. Passiert hier was? Passiert hier was? Nein, es passiert nichts. Oh, Exitus ist nicht so gut, nicht? Aber wir haben ja Schleife, glaube ich, Gott sei Dank dran, ja. Ich versuche was zu stehlen. So, Heilung. Nochmal kurz gewartet. Nee, ich möchte nicht. Ich greife einfach mal so an. Geil. Zack, zack. Ja, ich mache hier doch wieder Heilung. Er macht ja doch. Hallo. Oh, Jesus. So. Er macht ja doch echt viel Schaden, muss ich sagen, ne? Aha! Gilgamesh! Geschafft, sagt er. Oh, hallo. Überrascht mich zu sehen? So einfach konnte ich euch doch nicht davonkommen lassen. Das wäre doch dann zu blamabel. Ha, du scheinst es nicht anders zu wollen. Also sollst du als Erster sterben. Stehversuch fehlgeschlagen. Genau, ich möchte nämlich ganz schnell noch was von ihm klauen. Ach ja, na das wollen wir doch mal sehen. Zeig, was du kannst. Tja, und er kämpft nun an unserer Seite. Kreil, dein Großvater war wirklich ein starker Mann. Opa. Und du, Faris, du sollst dich verlieben und lernen, ein bisschen mehr wie eine Frau zu sein. Hey. So, ich möchte ganz schnell noch was spielen. Bitte abwehren, danke. Und Genji-Rüstung, juhu. Damit haben wir sie. Gott sei Dank. Wie gesagt, wir mussten ja echt ein bisschen schnell sein. Denn, Lena, immer so ein tierliebes Mädchen. Bewahre dir deine Herzensgüte. Lena sagt nichts. Und du, Bartz. Ich hätte so gerne noch einen Kampf mit dir bestritten. Ich beneide dich um deine Freunde. Gilgamesh. So, dann greifen wir. Es reicht. Stirb, sagte Necrophobia. Sagt Gilgamesh. Das wollte ich gerade zu dir sagen. Und er macht Selbstzerstörung. 9999 Schaden. Und das war's. Gilgamesh hat sich geopfert. Für uns. Sniff. Tja, und damit haben wir Necrophobia besiegt. Und endlich einen Speicherpunkt zum Erscheinen gebracht. Ich freue mich! Ja, was ein Kampf. Mit ein bisschen Dialog drin, was vorlesen und sogar noch was zum Stehlen. Und mein Gott, es war alles so, ja, man musste so auf so viele Sachen achten. Vor allem, wenn man das hier nur gerade noch aufnimmt. Ja, ist ein bisschen schwer gewesen. So Multitasking, aber wir haben es geschafft. Wir haben die Genji-Rüstung gestohlen. Können wir nochmal eben kurz angucken, oder? Wir uns mal kurz anleuchten. Sortieren. So. Oh, gucken wir mal. Wie gesagt, hier ist Genji-Schild. Schleife schützt vor Wicht und Lähmung. Okay. Wie gesagt, also, ne, ist ähnlich wie eine Schleife schützt vor Wicht und Lähmung. Und dann. Wo ist sie denn? Sie ist natürlich nicht besser als das, was wir haben, glaube ich, jetzt gerade. Hier die Genji-Rüstung. Schützt vor Frosch und Konfus. Und wenn wir natürlich irgendwie alles angerüstet haben, sind wir natürlich gegen sämtliche Zustandsveränderungen, die hier irgendwo rumrennen, gefeit. So, sortieren. Einmal kurz. Ach Quatsch, komm, wir nehmen die Hütte. So. Und nächtigen einmal ganz kurz.
Wir müssen ja noch was hergezeigt. Herzeigen. Hergezeigt bekommen. Ihr. Ich muss euch noch was hergezeigen. So. Hergezeigt bekommen. Mein Gott. So. Ja, uns fehlt noch ein. Letzter Gegner, der ein bisschen seltener ist. In den Game Boy Advance Versionen soll es wieder den Trick geben, wie bei dem Stingray, hat ihr schon mal erzählt, ein Memo-Save zu machen, den dann wieder zu laden und dann sollte der zweite Kampf eigentlich auch schon wieder der sein. Ach, man weiß nicht. Ich versuche jetzt hier einfach wieder das übliche Spiel, ein bisschen links, rechts, hier unten auf dem kleinen Stück, neben dem Speicherpunkt und dann hoffe ich mal, dass ich den dann gleich hergezeigt bekomme, damit ich da auch noch ein bisschen was zu erzählen kann. Ich habe gerade gar nichts zu Gilgamesh noch erzählt, das wäre auch ein bisschen, ja, zu, ja, noch ein bisschen mehr durcheinander gewesen. Er hätte hier 55.000 Lebenspunkte gehabt, hätte keine Schwächen, immun sowieso gegen alles, also eigentlich fast so wie vorher. Aber dies ist eigentlich nur einen kritischen Angriff zu machen und wir dieses regenerieren, damit er da wirklich am Leben bleibt. Stehlen natürlich die Genji Armor, die haben wir dann natürlich. Blaumagie, können wir natürlich nichts lernen, weil die Self-Destruct macht er zwar, aber natürlich nicht auf uns, sondern auf den Gegner. Nach dem Kampf nichts, haben wir ja gesehen, und stehlen war ganz wichtig. Ansonsten war es das zu Gilgamesh. Der wird auch der letzte Kampf, der eben war, gegen den haben wir gar nicht gekämpft, aber er scheint trotzdem mit dem Bestiarium, glaube ich, 310, die Nummer ist das. Von daher, ja, das jetzt auch mal eben erwähnt. Wie gesagt, ich laufe jetzt ein bisschen hier rum und dann sehen wir uns dann hoffentlich beim seltenen Gegner. Also bis gleich. Ha, lang hat's gedauert. Da sind sie, die Hopsa. Hopsa heißen sie hier, das ist ja ein lustiger Name. Im Englischen heißen The Mover. Sehr, sehr selten. Es hat jetzt sage und schreibe, ich glaube, 15 bis 20 Minuten gedauert, bis sie hier erschienen sind. Und ich habe nicht gegen die Gegner gekämpft, sondern ich bin immer wieder geflüchtet. Also, doch, sehr, sehr selten. Aber es gibt was Lustiges dazu zu erzählen. Erstmal hat jeder von den Dingern knapp 10.000 Lebenspunkte, wären schwach gegen Feuer und Heilung, absorbiert Giftattacken, sind immun gegen Tod, Steinfrosch, Mini und Zombie. Abilities, hier ein Encircle, was einen aus dem Kampf rausnimmt, was nicht so toll ist. Eine Delta-Attacke, die wir eigentlich auch schon gesehen hatten, die uns zu Steinen verwandeln lässt. Eine Blaumagie können wir nicht lernen. Stehlen könnten wir hier einen Flammen- oder einen Wasser-Scroll. Und am Kampf gibt es gegebenenfalls noch einen Blitz-Scroll. Das Besondere daran ist, dass ich glaube, einer von diesen Dingern alleine knapp 200 Ability-Punkte gibt. Das heißt, wir haben hier knapp 600 Ability-Punkte vor der Nase. Das heißt, ein Job würde quasi von 0 auf 100 schon fast gehen, was echt extrem genial ist zum Leveln, zumindest für die Berufe. Wie gesagt, Erfahrungspunkte ist hier nicht. Hier ist wirklich in dem letzten Dungeon nur das reine Job-Leveling im Vordergrund. Eine Taktik wäre wie folgt. Ja, mit einem Kanonier oder einem Blitzshot drauf. Das sollte, glaube ich, reichen. Ansonsten müssen die alle auf einmal besiegen. Und das geht eigentlich so gesehen ganz einfach via Dual Cast, Holy und dann nochmal Mimic. Deswegen habe ich hier quasi Fares auch nochmal zum Mimen werden lassen. Oder wir benutzen halt wieder zweimal Bahamu, also ne, Double Cast Bahamu und das dann wiederholen mit einem Mimen. Und noch eine andere Taktik wäre, mit einem Barden Requiem zu singen. Deswegen, ich werde hier gerade mal kurz. Ja, er wird wahrscheinlich eh Stein werden. Obwohl, wir haben ja auch noch ganz viele Schleifen. So, und wir machen jetzt hier einfach mal gerade die Magiefolge. Und Sankten. Ich dachte, Sanktus geht jetzt auf alle. Oh, wir sind ja alle. Versuchen wir das mal so. So, da habe ich den da oben angewählt. Hallo? War ich zu langsam? Oder was? Oh, das auch noch. Wir müssen also ein bisschen schneller werden. Gut, vielen Dank dafür, dass das mir keiner gesagt hat. Also, bis zum nächsten Kampf. So, da hat es dann nochmal gut funktioniert mit dem Trick dann tatsächlich. Ich will jetzt hier definitiv mal das mit dem Dualcast Bahamu einfach mal machen. Und die anderen werden das Ding einfach mal alle imitieren. So, die Hopsa. Ja, wusste ich nicht, dass das so schnell geht. Wie gesagt, man lernt ja auch nie aus, nicht?
So, zweimal Megaflare und dann nochmal Megaflare, dann sollte das vielleicht schon erledigt sein, hoffentlich. Nicht? Genau, und da haben wir das, denke ich. Wie gesagt, wusste ich nicht, dass man ein bisschen schneller sein muss. Es ist ja dann natürlich echt extrem schwer und hart, die dann zu besiegen. Alter Schwede. Aber tatsächlich, wie gesagt, hier steht es jetzt nun leider nicht. Aber es gab laut meiner Liste nach dem Kampf nahe bei jedem 50.000 Gil. Und ihr seht ja schon, es sind 150.000 geworden. Das heißt tatsächlich, dass wir hier 500 und lass mich 97 FP bekommen nach dem Kampf. Das finde ich extrem viel, muss ich sagen. Und ich habe eben, hat's ja erwähnt, mit dem Trick bei Game Boy Advance Version, einmal das Spiel zu speichern, beziehungsweise einen Schnellspeicher machen, laden und dann sollte der zweite Kampf derjenige welche sein. Und das war jetzt zweimal hintereinander bei mir. Also entweder hatte ich wieder verdammtes Glück oder es ist tatsächlich dann auch manchmal wirklich so. Ja, fertig. Mova. Hopsa. Heidi Hopsasa. Ja, ich habe es jetzt, wie gesagt, mit viel Mimen mal gemacht, damit ich den hier auch schnell eben mal besiegt bekomme und auf jeden Fall hergezeigt bekomme. Darum ging es mir ja. Ja, wie ihr das dann macht mit den Berufen, falls ihr das noch nicht alles fertig habt, das überlasse ich dann euch. Nun, das war's auch wieder gewesen hier, denke ich, für diese Folge erstmal. Es gab noch zwei Trophäen, die wir bekommen haben. Und zwar nennt die eine sich Geschafft, wenn wir die Hoffnung in Gilgamesch gesetzt haben. Und die weitere, die wir bekommen haben, ist Begegnung der dritten Art, wenn wir alle Schergen und Knechte von X-Death, X-Death besiegt haben. Apropos X-Death, diese Folge noch, nächste Folge noch nicht, aber die darauf, da knüpfen wir uns den Wicht mal vor. Nächste Folge wollen wir uns dann, da wir hier noch eine Kiste öffnen müssen, dann Shinryu widmen, dem zweiten Superboss, der hier rumrennt. Und ich glaube dann weiter nicht mehr. Ich würde gerne wieder Shinryu einfach nur wieder in eine Sonderfolge reinpacken. Einfach nur, weil ich es kann. Nein, man weiß ja nicht. Also ich habe jetzt auch noch nicht gegen ihn gekämpft. Und ich weiß auch noch nicht, wie stark er denn sein wird. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt noch zwischen den Folgen, hatte ich ja schon erwähnt, noch ein, zwei, naja, drei Drachenlanzen vielleicht holen, dass wir zwei Freelancer mit jeweils eine Drachenlanze haben, die ja dann schon einen Sack Schaden machen. Mal gucken. Wie gesagt, ich lasse da meinen Zukunfts-Ich mal entscheiden, wie er denn Bock drauf hat, das Zeug zu farmen. Ja, für diese Folge hier soll es erstmal wieder das gewesen sein. Hier im letzten Abschnitt des interdimensionalen Risses. Wir müssen eigentlich nur noch die Treppe hier hoch in den Teleporter und dann in einen weiteren Abschnitt dann eine Treppe hoch und dann treten wir schon X-Death auf die Füße. Hoffentlich. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und mitfieberst, wie ich gegen Shinryu kämpfe. Vielleicht wird es ein easy Kampf, vielleicht wird es auch ein sehr hitziger und schwitziger Kampf. Mal gucken. Also wie gesagt, würde mich freuen, wenn du da wieder mit dabei sein würdest. Hab erstmal wieder einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Lass dir ein Essen schmecken, wann und wo du dich auch befindest gerade. Und ja, bis nächste Folge, sage ich mal. Ne? Also bis dann, tschüss.